das auch durch. Ja, eben drum. Ja, ich hab was für dich übrigens. Ja. So, bitte. So, sie viele Kunstinteressierte erschienen sind zu unserer Ausstellung Kunst in der Erotik. Ich darf Ihnen jetzt im Namen des Kunstvereins Stockerau und Umgebung die Künstler vorstellen. Wir fangen alphabetischer Reihenfolge an mit dem Herrn Arthur Boll, der ist sicher eh schon also in der Kunstszene mehr als bekannt als dementsprechendes Unikat als Künstler und Erfinder. Ich gebe jetzt einmal eine kurze Biografie von seiner Person. Sein Atelier ist in Ernstbrunn. Der vielseitig freischaffende Künstler Arthur Boll erlernte zusammen das ist ein Privatkontinuum. Das ehrt mich sehr. Und in 10 Jahren machen wir eine zweite Stunde. Ehre ist unsere. Ja, das war's schon. Ja. Somit danke, ist die Ausstellung eröffnet. Ich habe zwar nichts mit zum Lesen, aber eins von meinen erotischen Gefahren. Entschuldigung. Ganz gut. Eine kurze Unterlesung, aber nicht als Lesung. Wir werden den Sex in Zukunft lassen. Weil Vogels 1050er zu hat man ja eh schon Sex gehabt, nur. Außerdem sind wir sehr ehrlich, die Sache wird langsam schon beschwerlich. Lieg ich auf ihr, das geht nicht mehr, für das bin ich ganz einfach zu schwer. Liegt sie auf mir, ganz eng beim Schmusen, drückt sie mir die Luft ab mit den Busen. Und von der Seite, also nein. Das sehen wir nicht am Fernseher. Danke. Bravo! Ja, nein und raut etwas da drinnen liegt. Genau, das schärft die Sinne. Also. Ja, genau. Ja. Ich habe schon probiert. Was ist denn? Ich hole mich eh schon schön langsam. Ja, zeig mal her. Okay. Okay. Das ist ein Maxl drin.